Grüß Gott an allen. Es freut mich wieder, in Cham zu sein. Es ist immer wieder ein Thema, warum Brasilien überhaupt Soja anbaut. Denn die Pflanze stammt ja gar nicht aus Brasilien, sie stammt aus China. Und Chinesen importieren inzwischen ja auch Soja aus Brasilien. So kaufen sie Soja aus einem ganz besonderen Grund. Es sei die billigste Soja auf dem Markt. Vielleicht machen es nicht nur die Chinesen so. Und das ist genau das Thema, was uns auch dann mit der Welt verbindet. Denn Soja ist inzwischen das Hauptexportprodukt Brasiliens. Mit 113,9 Millionen Tonnen auf 33,4 Millionen Hektar. So groß ist das Ganze. Das Land ist auch sehr groß. Die Bundesrepublik Deutschland passt 25 Mal rein. Und nur das, was wir an Böden zerstört haben, durch den Anbau der letzten 40 Jahre in der Form von Monokultur, also keine Fruchtfolge, nur die zerstörten Böden machen eine Fläche aus so groß wie Frankreich. Es ist für mich als einer, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, wo man Soja angebaut hat, der dann später auch Agrarberater war für Genossenschaften der Kleinbauern und später aus dem Thema die Promotion in Deutschland geschrieben hat, etwas traurig hier zu berichten, dass diese Pflanze bei uns sehr viel Schaden angerichtet hat. Es ist nicht die Pflanze, es sind die Menschen, die diese Pflanze anbauen und in dem Maße, dass wir gar nicht so viel bräuchten. Von den 113 Millionen Tonnen, die ich hier erwähnt habe, also 113,9, werden in Brasilien nur 47 Millionen Tonnen gebraucht. Im Inland 51,6 Millionen Tonnen werden als Körner, als Getreide exportiert. 14,4 Millionen werden als Sojaschrot exportiert. Und 1,2 Millionen Tonnen werden als Sojaöl exportiert. Inzwischen ist China der größte Käufer, Importeur von dieser Soja, Europa auf zweiter Stelle und auf dritter Stelle ist Russland. Es macht 25,4 Milliarden US-Dollar aus, was im letzten Jahr an Überschüsse an Brasilien durch diesen Agrarexport gegangen sind. Und das ist der entscheidende Grund, weswegen man noch mehr anbaut. Die Fläche geht nach Norden. Wir haben eine Ausweitung der Sojaproduktion mit angepassten Sorten im Norden, wo dann auch weiter Regenwald zerstört wird. Eine Geschichte, die uns gar nicht so froh machen kann, weil wir da auch in wenigen Jahren den Boden wieder zerstört haben. Diese Böden tauchen nicht für Soja, aber die angepassten Sorten haben seit ein paar Jahren funktioniert, sodass wir maximal 5 Jahre mit Soja da weitermachen können. Danach kommt dann Viehzucht, Zuckerrohr und dann wird der Boden gar nicht mehr gebraucht. Das ist die Geschichte zu der Soja. Es ist natürlich ganz wichtig zu sagen, es ist die Pflanze, die am meisten Eiweiß hat und deswegen ist sie sehr günstig für die Massentierhaltung, also es wird meistens für Tiere produziert. Besonders in Europa wird es ja auch nach dem BSE-Skandal und anderen Skandalen, die es schon mal gab, als Ersatz genommen. Und Brasilien, wie gesagt, hat die billigste Soja auf dem Markt, auf dem Weltmarkt. Die entscheidende Frage bei uns ist dann immer wieder, welche Schaden haben wir da zu sehen.
Wenn wir diese 25,4 Milliarden, Milliarden US-Dollar so einfach als Überschüsse bezeichnen, sind damit nicht die ganze Böden gemeint, die wir zerstören, auch nicht das Wasser, das bei uns völlig kontaminiert ist, auch die soziale Problematik, die damit zu tun hat, dass viele Bauern nicht mehr weiter arbeiten können mit dieser Monokultur, da muss ja die Fläche erweitern und ständig. Und noch schlimmer, dass wir so viele Gesundheitsschäden haben, denn durch die Sojamonokultur sind wir auch Weltmeister beim Pestizideinsatz. Es waren im Jahre 2013, wenn man alles, was Brasilien an Pestizideinsatz offiziell misst, verteilt auf die gesamte Bevölkerung, 210 Millionen Menschen, dann kamen wir 2003 auf 5,2 Liter pro Person. Das war damals schon Spitze weltweit. Kein Land der Welt hat so viel Pestizide eingesetzt. Und es wird jetzt mehr. Nach der letzten Messung, wenn man das alles auf die Bevölkerung verteilt, was wir an Pestizid offiziell kaufen, einsetzen, es kommt noch vieles über Schmuggel aus anderen Ländern und es werden viele Pestizide gebraucht, die gar nicht zugelassen sind, weil abgesehen davon sind wir heute bei 7,1 Liter. Beim Glyphosat wird im Durchschnitt 7 Liter gesprüht pro Hektar. Die gute fachliche Praxis ist 1 Liter pro Hektar vor der Aussaat. So hatten wir ja mit der Gentechnik veränderte Sorte die Chance, auf die Sojapflanze Glyphosat zu sprühen. Dasselbe auch bei der Maispflanze, auch dasselbe bei der Baumwolle. Und es wird demnächst sicherlich auch mit der Zuckerrohr so werden, denn die haben eine erste Sorte von Zuckerrohr zugelassen, die gegen bestimmten Raupen resistent ist. Inzwischen haben wir in Brasilien Sojasorten, die gegen 4 Sorten von Pestiziden, von Herbiziden resistent sind. Resistent gegen Glyphosat, resistent gegen Glyphosinatammonium, resistent gegen Dicamba, resistent gegen 2,4-D. 2,4-D ist Diclofeno-Essigsäure, das zusammen mit dem Triclofeno-Essigsäure dieses Agent Orange bildet, was sehr bekannt ist für den Vietnamkrieg. Wir haben in Brasilien Sorten zugelassen, die für diese ganze Pestiziden resistent sind. Also man kann auf die Pflanze sprühen. Das heißt dann auch, dass wir Rückstände bei dieser Soja haben. Natürlich auch beim Mais. Der Mais ist auch gegen 2,4-D resistent gemacht worden. Dann noch schlimmer, weil ja diese Mais viel stärker die andere Pflanzen kontaminiert, also die Soja ist eine autogame Pflanze, sie befruchtet sich selbst. Beim Mais ist es anders, da haben wir eine Kreuzung, das heißt, wenn ein Bauer dann nicht eine Maispflanze anbaut, die resistent ist gegen 2,4-D, dann wird ihre Pflanze ja zerstört. Also ist schon so ein Zwang. Es geht nicht mehr anderes, als diese Sorte zu nutzen. Auch bei Soja hatten wir schon das Problem, dass jetzt im Süden 90%, also im Süden, dass in ganz Brasilien 90% Gensoja ist und im Süden gar keine Sorten mehr vorhanden sind, damit man anders umstellen könnte. Das brasilianische Forschungsinstitut Embrapa hat 43% der Sorten, das sind die ertragreichsten Sorten, die in 40 Jahren Forschung mit staatlichen Geldern entwickelt wurden, auf einmal an Monsanto weitergegeben in einem Vertrag, wodurch die Bauern jetzt doppelt zahlen müssen. Einmal für die Entwicklung der Sorte und einmal für Lizenzgebühren.
also es kostet das Doppelte, obwohl die Sorte ja auch schon teurer ist. Also die ertragreichsten Sorten wurden herbizidresistent gemacht, auch insektenresistent. Und wenn ich sage, herbizidresistent, sind es schon gegen diese vier Pestizide. Was Glyphosat betrifft, da haben wir auch ein deutliches Beispiel bei uns. Wir haben mit geringeren Erträgen zu tun. So gerade das, was hier sehr oft propagiert wird und bei uns am Anfang auch gesagt wurde, dass man durch die gentechnisch veränderte Pflanze, die resistent ist gegen bestimmte Pestizide, man weniger Pestizide sprühen würde und auch einen höheren Ertrag hätte. So genau das Gegenteil ist der Fall in 20 Jahren. Es ist auch sehr logisch, denn es sind ja Pharmakonzerne, Chemiekonzerne, die da investierten. Ich hab schon Pharmakonzerne in den Vordergrund gestellt, weil es wird viel mehr an Medikamenten verdient als bei Pestiziden, obwohl Pestiziden so im Vordergrund stehen. Also bei den Tieren und auch bei Menschen nehmen die Medikamente weiter zu. Aus der Region, aus der ich komme, haben wir sehr viel mit Missbildungen von geborenen Kindern zu tun. Wir haben mit Leukämie, mit Jugendlichen unter 20 Jahren zu tun. Wir haben mit sehr vielen Krebserkrankten zu tun. Das ist dann nach meiner Ansicht das große Ergebnis oder das, was richtig zu großen Ausgaben im Lande führt. Alles das, was die brasilianische Regierung im Gesundheitswesen investieren muss, damit man auch mit diesen Gesundheitsproblemen zurechtkommt. Die Bauern haben wiederum ein anderes Problem, das habe ich ja schon erwähnt, dass die Erträge gesunken sind. Und vielleicht ist das auch wichtig, in Verbindung mit dem Einsatz von Glyphosat zu setzen. Das Erste, was wir schon in der Vergangenheit wussten, ist, dass man, wenn man mehr als 1 Liter Glyphosat pro Hektar sprüht, das ist ja jetzt möglich, 1 Liter vor der Aussaat, und dann sprüht man nochmal 5 Liter auf die Soja während der Wachstumsperiode und am Ende nochmal 1 Liter vor der Ernte. Das heißt, wir werden 7 Liter pro Hektar sprühen, was 7-mal mehr ist als das, was die gute fachliche Praxis es vorschreibt, und deshalb zerstören wir die Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Hülsefrüchte Soja, die zuständig waren oder sind für die Fixierung von Stickstoff. So haben wir einen Mangel an Stickstoff, sodass Bauern jetzt damit beginnen, chemische Stickstoff einzusetzen. Was ja eigentlich absurd ist, weil wir hatten 40 Jahre Forschung, damit man diese Knöllchenbakterien an den Wurzeln der Pflanzen gut entwickeln konnten, und dann bräuchten wir keinen Stickstoff als Chemie. Wir hatten das aus der Luft. Das ist schon die erste Erklärung, weswegen eine gentechnisch veränderte Pflanze weniger produziert als eine gentechnikfrei. Das Zweite, was dann noch hinzukommt, das ist auch ganz wichtig: wenn man den Boden so verändert, wie es derzeit mit den Pestiziden der Fall ist, dann haben wir auch krankere Pflanzen. Also wir haben Pflanzen, die Fusariose entwickeln. Fusariose ist eine Pilzkrankheit, besonders an den Wurzeln der Pflanze, weil diese gentechnisch veränderte Pflanze einfach zerreißt. Die hat einen höheren Ligninanteil. Und deshalb dringen dann Pilzen in die Wurzeln hinein. Also Fusariose ist dann auch nochmal eine große Schwierigkeit, weil wir müssen dann Pilz- und Unkrautvernichtungsmittel einsetzen. Gerade die krank gewordenen Pflanzen werden auch eher angegriffen von Insekten. So haben wir dann auch zunehmende Probleme bei der Schädlingsbekämpfung, auch wenn diese Sorte resistent sind gegen bestimmten Raupen. Weil auch die Raupen resistent geworden sind gegen Betetoxin. Alles das ist vielleicht ganz neu, was ich hier so sage, weil es wird ja immer noch davon berichtet, dass es keine Resistenzen gäbe. Es wird immer noch gehofft, dass eine gentechnisch veränderte Pflanze
mehr pro Hektar produzieren würde als eine gentechnikfreie. Obwohl man ja nichts an der Pflanze geändert hat, um den Ertrag zu steigern. Das Einzige, was es da gibt, ist einmal eine Pflanze, die in der Lage ist, eine Dusche von Glyphosat 7-mal zu ertragen, ohne abzutöten. Und zweitens, sie entwickelt in sich selbst einen Giftstoff von BT und dadurch kann man Raupen bekämpfen. Aber auch nur am Anfang, denn es werden zunehmend raupenresistent. Das ist so zusammenfassend die große Problematik, die wir haben. Ich könnte jetzt auf die ganz spezielle Frage eingehen, warum es überhaupt mit dem Ertrag so schwierig wird. Dann haben wir auch noch eine Erklärung dazu, denn die Pflanzen, auf die man so viel Pestizid sprüht, wir wissen das auch, dass es der Pflanze selbst schadet. Denn die Pflanze nimmt diesen Stoff auf, wird nicht dadurch abgetötet, aber der Stoff bleibt in der Pflanze drin. Beim Glyphosat haben wir das so zu erklären, dass das Glyphosat als Wirkstoff nur funktioniert, wenn man einen Zusatzstoff hat, nämlich Tallowamin, bei der Formel von Roundup. Roundup hat zunehmend Tallowamin, auch anderen Sorten haben, wenn sie nicht Tallowamin haben, haben sie Polyxyethylenalkylamin. Das sind Stoffe, die dazu führen, dass die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, damit das Glyphosat eindringen kann. Und so haben wir in dieser Pflanze Rückstände von Glyphosat, obwohl es nicht den Stoffwechsel von Aminosäure hemmt, wie es normalerweise passiert, weil da diese Resistenzen eingebaut wurden durch eine Bodenbakterie. Das heißt aber auch schon zu sagen, dass wir eine Soja produzieren, die schlechter ist als die vorherigen für den Weltmarkt. Zunächst wissen wir, dass es weniger Eiweiß bei dieser Soja gibt, gerade aufgrund der geringeren Stickstofffixierung. Das hat eine direkte Verbindung mit Eiweißbildung. Bei dieser Soja hatten wir maximal 42% Eiweiß. Bei der gentechnikfreien Soja haben wir bis zu 55%. Ich glaube, da ist ein Problemchen, wieder bei der Technik. Das zweite große Problem ist, dass bei dieser Pflanze derzeit 14 bis 33 Milligramm Rückstände von Glyphosat pro Kilo zu messen sind. Das scheint vielleicht wenig zu sein. Ich komme mal auf die ganze Geschichte. Im Jahr 2003 wurde die Soja in Brasilien, diese Soja zum ersten Mal in Brasilien zugelassen. Wir sprechen von 20 Jahren. Es gab noch 6 Jahre Schmuggel vorher. Ein Schmuggel aus Argentinien, von einer Sorte, die bei uns als Maradona-Sorte bekannt wurde. Weil wir nicht wussten, wie sie heißt. Das sind Sorten, die in Argentinien eingeführt wurden. Deshalb waren sie kleiner als unsere Sorten. Maradona ist bekannt als ein kleiner Fußballspieler. Kommt aus Argentinien. Und dann sagen die Bauern auch noch vor Ort, dass diese Sorte süchtig sei. Das passt dann auch für Maradona. Also man braucht immer mehr Giftstoff. Diese Sorte, die man 1997 bis 2003 angebaut hat, weil es Schmuggel war, mussten die Bauern keine Lizenzgebühr zahlen. Und die haben es sich erwünscht und gehofft und tatsächlich geglaubt, dass es so bleiben würde. Nach 2003 mussten die Bauern Lizenzgebühren zahlen. Und zwar extra für die Pestizidresistenz, nicht für die Sorte, was ja eigentlich illegal ist. Und auch wenn es gesetzlich erlaubt ist, ist es immer noch ein Recht der Bauern, dass sie sich dagegen wehren, weil eine Firma kann nicht so einfach das Saatgut enteignen oder das Recht der Bauern selbst zu entscheiden, welches Saatgut sie einführen würden, so zu zerstören. Dann geht es auch schon um die Abhängigkeit
und der Reduzierung der Spielräume bei den Bauern bei der Entscheidung, was sie überhaupt anbauen können. Denn man stört sie ja schon bei der Genesis, also beim Anfang des Ganzen. Schon im Saatgut ist projiziert, welche Betriebskosten man hat oder welche Inputs, welche Pestizide und Düngemittel gebraucht werden. Das Ganze wird noch schlimmer, weil wir derzeit in Brasilien ja eine auf Export orientierte Landwirtschaft haben und diese Regierung jetzt sehr stark dies unterstützt. Eine Regierung, die vor 2 Jahren eine Präsidentin, die gewählt wurde, abgesetzt hat. Und so ist unser Agrarminister derzeit Blairo Maggi, der größte Sojaproduzent der Welt. Blairo Maggi selbst ist auch für die Entwaldung im Amazonaswald verantwortlich gemacht worden im Jahr 2004, als er Gouverneur war. War er als Produzent und Gouverneur für 40% der Entwaldung des Amazonaswaldes bekannt. Ich habe es in Deutschland damals berichtet, dass auch Gelder von der WestLB, eine staatliche Bank in Nordrhein-Westfalen, ihn unterstützt hat, angeblich zur Entwicklungshilfe. Es war nicht nur in Deutschland, es war auch in vielen Ländern, dass man diese Entwicklung unterstützt hat. Und das ist auch das Problem bei den Rückständen. Das ist schon mal ein erster Anknüpfungspunkt, wenn man so sagt, was kann man tun? Weil wenn hier die Soja mit so vielen Rückständen ankommen, dann müsste man es auch hier wissen. Denn es ist ja nicht so, dass es in 14 Tage Verschiffung verschwindet oder abbaubar ist. Es wird aber hier anscheinend nicht gemessen oder die Zahlen bleiben geheim. In Brasilien war 2003 nach der fachlichen Praxis waren 0,2 Milligramm Rückstände von Glyphosat pro Kilo zugelassen. Als die Soja zugelassen, also die gentechnisch veränderte Pflanze zugelassen wurde, hat man diese Rückstandsgrenze auf 50 Mal erhöht. Also jetzt gelten 10 Milligramm pro Kilo. Und in Europa ist es nochmal das Doppelte. In Europa akzeptiert man 20 Milligramm pro Kilo. Ich habe schon von 14 bis 33 Milligramm pro Kilo gesprochen. Also wir haben unsere Rückstandsgrenze schon längst überschritten. Jetzt überschreiten wir auch die von Europa. Und die Soja aus Argentinien kommt mit, schon im Jahr 2013 gemessen, kommt mit 100 Milligramm Rückstand von Glyphosat hier an. Also ich sage nicht hier an, sie wird da verschifft. Hier wird da nicht gemessen. Ich habe mehrmals danach gefragt. Wir hatten auch jetzt die Gelegenheit, letzten Mittwoch mit dem Ministerialdirigent Konrad Schmidt im Bayerischen Landesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten zu sprechen, habe ich ihn gefragt, er weiß es nicht. Das habe ich seit 2004 als Frage, weil es ist ja irgendwie zu begründen, warum man das nicht macht. Denn wenn man es weiß, muss man ja auch diese Schiffe zurückschickt. Und das würde vielleicht die Versorgung von Eiweiß in Europa stören. Wenn jetzt Glyphosat verboten wird, was ich hoffe, was uns sehr helfen kann, auch in Brasilien, denn das, was in Frankreich stattfindet, hat uns ja schon geholfen. Es werden über 22 Stoffe in Brasilien zugelassen, die in Europa verboten sind. Und wenn auch Glyphosat verboten wird, dann heißt es, hier darf ja gar kein Glyphosat mehr reinkommen. So, dann wird es vielleicht viel wichtiger, weil heute wird diese Rückstandsgrenze ja irgendwie so flexibilisiert, weil man versucht, es dann bei den Produkten zu messen. Wo hat man es schon mal gemessen? Beim Honig. Beim Honig wissen wir, dass es Rückstände von Glyphosat gibt. Wir wissen das auch schon von der Milch, sogar in der Muttermilch bei Menschen. Aber ich glaube, das hat sich ja nur was
entwickelt, was Mobilisierung angeht, als man festgestellt hat, es gibt das auch im Bier. Das ist jetzt auch festgestellt worden. Wir müssen dann noch weiter, um zu sehen, ob es auch im Fleisch zu sehen ist, ob es im Ei zu sehen ist. Aber es ist immer noch wieder diese ganze Geschichte mit Stoffwechseln. Inwieweit Glyphosat sich dann auch in den Produkten nachweisen lässt. Und da muss man schon speziell nachschauen. Also da kann man nicht so einfach zum Labor kommen und man sagt, ja schau mal, was gibt es da drin. Ne? Da muss man schon genau nach Glyphosat suchen und man hat bei allen diesen Tests festgestellt. Aber ganz einfach kann man das ja auch schon am Hafen machen, wenn die Soja hier ankommt. Das ist wiederum das Problem, dass die Gesetze hier etwas anders sind, dass es so eine Gesetzlücke gibt. Man kontrolliert nicht gentechnisch veränderte Pflanzen beim Fleisch, bei der Milch und bei Eier. Also wenn es in die Futtermittel geht. Und dann versucht man diese Futtermittel nicht zu prüfen, sondern die Produkte, die daraus entstehen. Das ist so ein Problem hier, was diese Problematik angeht. Das nächste, was vielleicht die meisten Bauern interessiert, ist, wie kann ich behaupten, dass der Ertrag gesunken ist? Denn es ist ja sehr schwer zu messen eigentlich. Wenn man eine Sojaplantage mit einer anderen misst, das kann man bei Soja nebeneinander machen, weil es nur 1% biologische Kontamination gibt, als Wahrscheinlichkeit sogar. Dann ist immer wieder die Frage, wie kann man sowas messen? Wenn wir auf eine Plantage Gensoja anbauen und dann Glyphosat draufsprühen, können wir das nicht mit der gentechnisch freie Soja machen, weil dann würde ja die Soja selbst abgetötet werden. Wir können da kein Glyphosat einsetzen. Wir müssen dann anderen Pestiziden einsetzen, die schon länger eine Resistenz haben. Das heißt dann, dass bei der Soja, die gentechnisch verändert ist, die Roundup resistent ist, dass man da mehr Unkräuter bekämpfen kann, am Anfang. Und das heißt dann, wünscht man sich, ja, dass man dadurch, dass man eine bessere Unkrautbekämpfung hat, höhere Erträge hat. Das ist die einzige Hypothese, so zu sagen, dass man durch die gentechnische Veränderung einen höheren Ertrag haben kann. Was wir aber auch versuchen können, ist, wir machen diese Vergleichsstudie mit derselben Methode. Das wissen wir auch schon längst in Brasilien, seit über 10 Jahren. Wenn man das ganze Unkraut rausnimmt, bei der Gensoja, mechanisch, und auch bei der nicht gentechnisch veränderten, also bei der gentechnisch freien, da haben wir einen Unterschied von 5-10% bei der Gensoja. Als weniger Ertrag. Also der Ertrag bei der Gensoja ist 5-10% geringer als bei der gentechnisch freien. Diese Frage beschäftigt uns schon sehr lange und wir wissen immer noch nicht genau, warum es so ist. Was wir jetzt aber noch besser wissen, ist, dass nach den 15 Jahren, nachdem die Gensoja zugelassen wurde, es werden im nächsten Jahr 15 Jahre, haben wir diese Zahlen, 15 Jahre vor der Zulassung von der Gensoja, im Jahr 87 bis zum Jahr 2002, gibt es einen jährlichen Zuwachs beim Ertrag von 2,8%. Nach der Zulassung der Gensoja im Jahr 2003 bis zum Jahr 2017 haben wir einen jährlichen Zuwachs von 1,1%. Das ist jetzt ein Durchschnitt in 15 Jahren. Das schwankt auch. Deswegen ist es auch wichtig, dass im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002 es tatsächlich eine Ertragssteigerung gegeben hat, in 2 Jahren. Und danach ist das wieder gesunken. Ganz wichtig auch zu sagen, es geht hier auch eher mit höheren Erträgen da im Norden, wo die neuen Böden zur Verfügung stehen. Das hat jetzt nicht mit der Sorte allein zu tun, aber es sind schon Sorten, die angepasst sind an die Bedingungen im Norden. Dort haben wir die höchste
Erträge, damit wir auf den Durchschnitt von 1,1% kommen. Wenn wir das im Bundesland Mato Grosso messen zum Beispiel, das ist der größte Sojaproduzent Brasiliens, dann haben wir einen durchschnittlichen Ertrag von nur 0,7%. Also das ist jetzt die Frage, die uns beschäftigt. Warum sinken die Erträge? Eine Erklärung, das ist jetzt ganz neu auch, das hatte ich bei meinem Vortrag in Palin nicht, Michael, da warst du auch dabei. Bis eine Sorte, die gentechnisch verändert ist, auf den Markt kommt, dauert es ungefähr 10 Jahre. Das ist unsere Erfahrung in der Biosicherheitskommission, in der ich 6 Jahre drin bin. Also es dauert, bis eine Sorte tatsächlich auf dem Markt ist. Deswegen will man das ja auch schneller machen, mit weniger Studien, unbürokratischer und so weiter. Das Problem dabei ist, die Sorte, die gentechnisch verändert wurde, ist im Vergleich zu der, die nicht gentechnisch verändert wurde, später auf dem Markt. So hat sie schon mal einen Nachteil von 10 Jahren. Dieselbe Sorte, die nicht herbizidresistent ist, die hat 10 Jahre, sagen wir so, Vorteil. Oder beim Rennen sagt man Vorlauf. Das ist schon mal eine ganz deutliche Erklärung, warum das auch so ist. Auch wenn es dann weniger Jahre werden, bis es zugelassen wird, ist es immer noch ein großer Unterschied. Denn das, was hier jährlich passiert, ist immer noch zugunsten der gentechnisch freien Soja. Weitere Erklärungen sind hier etwas schwieriger. Und wir versuchen jetzt genau danach zu schauen, inwieweit Glyphosat selbst die Pflanze so beeinträchtigt, weil in dem Maße drauf gesprüht wird, dass die Soja selbst darunter leidet und sie wird nicht so produktiv wie andere. Wir wissen auch, dass durch die Veränderungen, die stattgefunden haben in der Pflanze, zum Beispiel weniger Phytohormone bei dieser Pflanze zu sehen sind. Ich habe ja schon vom höheren Ligninanteil gesprochen. Das sind so unerwünschte Effekte, die die Wissenschaftler gar nicht wussten, bevor diese Soja auf dem Markt ist. Für viele dieser Wissenschaftler waren ja auch die Resistenzen unerwünschte Effekte, obwohl man das ja schon in der ganzen Geschichte der Biologie kannte. Es war ja nichts Neues. Vielleicht noch schwieriger ist zu glauben, dass ein Konzern, das sehr stark auf Pestizidproduktion setzt, den Bauern vorgemacht hat, man würde ja weniger Pestizid einsetzen. Das ist dann viel schwieriger zu verstehen. Dann ist ja unlogisch. Es ist auch unlogisch, dass man dann die Rückstandsgrenze auf 50 Mal erhöht hat, wenn doch das Ziel war, weniger Pestizide einzusetzen. Dann sieht man schon, wie diese Versprechungen unlogisch waren. Das Schlimme daran ist, wie haben Menschen es geglaubt? Und es waren ja nicht nur, sage ich mal jetzt, die Bauern, die es geglaubt haben, es waren auch die Wissenschaftler, die es geglaubt haben, es waren auch die Vertreter der Bauerverbände, es waren auch Führungspersonen in Genossenschaften, es waren Regierungen, es sind Leute in den Medien, die das immer noch glauben. Ich muss das immer deutlich machen, wenn ich sage, eine gentechnisch veränderte Soja ist nicht ertragreicher. Und ich habe die Zahlen. Ich will es ja auch verstehen, warum es so ist. Aber dass man das nicht glaubt, ist schon sowas von erschreckend, weil man glaubt den Argumenten der Chemiekonzerne. Und noch schlimmer, dass viele Wissenschaftler ja auch im Auftrag dieser Firmen arbeiten. Noch schlimmer, dass die meisten Studien, die man hat, um diese Sorten zuzulassen, von den eigenen Firmen produziert wurden. Und das akzeptiert man als Wissenschaft. Vielleicht ist das das Schlimmste überhaupt bei dieser Wissenschaft. Dass man sowas als Wissenschaft anerkannt hat. Und dass in den Medien immer wieder das kommt. Und bei uns sind die Medien dann auch alle privat gesteuert und werden finanziert von diesen großen Konzernen. Auch die Regierung wird davon geleitet. Im Parlament gibt es 222 Vertreter der Großgrundbesitzer, die gewählt wurden, auch von Kleinbauern. Das ist auch mal wieder schwierig zu verstehen.
Wie kann man ein Eigentor schießen und feiern? Das ist vielleicht ganz schwierig, solche Fragen zu beantworten. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das ist die Realität, die wir jetzt haben. Und es herrscht dann auch ein anderes Glauben. Man würde durch die gentechnisch veränderte Pflanze vielleicht nicht den Ertrag steigern, aber die Betriebskosten senken. Und das ist dann die zweite Sache. Man glaubte tatsächlich, die Konzerne würden das zugunsten der Bauern entwickeln und würden nichts davon haben. Die machen das, damit die Welt besser wird, mit weniger Pestiziden. Das hat man geglaubt. Nach diesen Jahren, sind jetzt 14, es werden 15 Jahre Zulassung der Gensoja, haben wir 96,5% mehr an Saatgut gezahlt. Das sind die offizielle Zahlen, die hier aus der Biosicherheitskommission, die offizielle Kommission, die mit diesen Zahlen umgehen muss, herausgenommen. Ein Tag bevor ich nach Deutschland kam, da hatten wir ein Treffen der Umweltkommission im brasilianischen Parlament. Da ging es um diese Frage, wie wirtschaftlich ist die Gensoja bei uns? Dann haben wir diese Zahlen hier. Ein Kilo Soja kostet 2,50 bis 3 Reais, das ist etwa 1,20 Euro. Und wir haben dazu nochmal 3 Reais zu zahlen als Lizenzgebühr. Also es ist nicht umsonst. Die Ernten sind dann immer zweijährig hier, weil es im November ausgesät wird und im Mai geerntet wird. So ist die Ernte 2007 bis 2008, bis die Ernte 2017 bis 2018 schon mal 10 Jahre Vergleich. 10 Jahre vorher hatten wir 3,75% der Betriebskosten beim Saatgut. Heute haben wir 13,66%. Beim Mais hatten wir später erst die Zulassung als die Soja. Aber auf jeden Fall gibt es hier Zahlen, die man findet. Es ist beim brasilianischen Staat nicht so einfach, die offiziellen Zahlen hier auch zu haben. 88,4% mehr zahlen wir für Saatgut beim Mais. Im Jahr 2003 waren es 7% der Betriebskosten, jetzt sind es im Jahr 2015 schon 13% gewesen. Im Jahr 2015 hatten wir dann auch 22% für Safrinha, das ist die zweite Ernte im Jahr. Man kann zweimal Mais anbauen. Für diese Sorten, für die zweite Ernte, wurde es noch teurer. Und die Pestiziden wurden ja auch teurer. Am Anfang war Glyphosat fast geschenkt. Es ist auch billiger geworden. Es wird vielleicht noch billiger, nachdem hier verboten wird. Es wird vielleicht auch noch billiger, wenn China es tut. Es wird vielleicht viel billiger, aber das, was die Welt nicht braucht, wird vielleicht zu uns kommen. Trotzdem haben wir ja mehr Pestizide. Wir haben mehreren Herbiziden. Also Dicamba, Paraquat, Glufosinat, Ammonium, 2,4-D, das kostet ja auch. Und dann haben wir 12% mehr in 4 Jahren erlebt hier, was die offiziellen Zahlen angeht, auch bei Fungiziden. Ich habe ja schon von Fusariose gesprochen, ich habe auch von Insektiziden gesprochen, 23% mehr. Also zusammengefasst haben wir mehr Betriebskosten und weniger Ertrag. Das heißt, die Bauern sind gezwungen, auf die Erweiterung der Fläche zu setzen. Das ist auch genau, was die Großgrundbesitzer vorhatten. Die hatten es erkannt. Denen ging es um die Erweiterung der Anbaufläche und Reduzierung der Arbeit, dass man fast keinen Mensch mehr braucht. Inzwischen hat auch das brasilianische Parlament den Artikel 124 unserer Bundesverfassung geändert, ohne dass sie legitimiert ist zu tun. Das dürften sie gar nicht tun. Aber durch den Druck der Großgrundbesitzer Brasiliens hat man wieder die Sklavenarbeit flexibilisiert. Das heißt, anstatt dass man die Sklavenarbeit abschafft, kann man hier Menschen auf dem Land mit Lebensmitteln und Wohnung zahlen. Das war vorher nicht mehr zugelassen. Also es geht darum, Menschen in die Landwirtschaft einzubringen, die gar keine Bauern mehr sind. Es sind vielleicht Traktoristen. Man braucht keinen Bauer mehr in Tausenden von Hektar.
Das war das Ziel der Großgrundbesitzer. Leider, die Kleinbauer, für sie war diese Technik ja gar nicht gedacht. Sie leiden am meisten durch die Ertragssenkung und durch die Erhöhung der Betriebskosten. Weltweit ist der Pestizideinsatz ja auch gestiegen, ist nicht nur bei uns. Die erste gentechnikveränderte Pflanze ist 1996 in den USA zugelassen worden, danach in Argentinien. In Argentinien wird inzwischen 14 Liter pro Hektar gesprüht, das Doppelte als bei uns, deswegen auch diese Rückstände, die fünfmal höher sind als das, was schon hier 100-mal mehr ist, als man früher hatte. Hier, wer verdient hier? Das ist die entscheidende Frage, die mir immer von der Presse gestellt wird. Ja, es gibt hier die Gewinner. Wer gewinnt hier? Im Jahr 1996 kann hier nur bis 2014 kommen, danach habe ich keine Zahlen mehr, die werden erst im nächsten Jahr herausgegeben. Im Jahr 1996 hatten wir 22 Milliarden US-Dollar weltweit für Pestizideinsatz. Der Pestizideinsatz ist 218% gestiegen, weltweit, also 70 Milliarden US-Dollar. Hier sieht man eine Macht, die auch in Wahlen auswirken kann, eine Macht, die sehr stark Regierungen lenken kann, eine Macht, die weltweit zur Unvernunft bringt. Die Getreideproduktion ist in derselben Periode nur 27% gestiegen, also von 2 Milliarden Tonnen auf 2,6 Milliarden Tonnen. Das heißt, es gibt ein ganz geringes Verhältnis zwischen Pestizideinsatz und Produktionssteigerung. Das ist aber so damals anders gehofft worden. In Brasilien haben wir es ähnlich. Im Jahr 2003 haben wir die erste gentechnisch veränderte Soja zugelassen. Da waren es 3 Milliarden US-Dollar in Pestizideinsatz. Jetzt haben wir im Jahr 2016, im letzten Jahr, 9,5 Milliarden US-Dollar. Die Soja ist in Brasilien im Jahr 2014 für 47% des Pestizideinsatzes zuständig. Allein Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, sind im Jahr 2014 für 58% des gesamten Pestizideinsatzes zuständig. Im Vergleich haben wir hier jährlich eine Steigerung zwischen 2003 bis 2014 von 11,6% mehr Pestizidverkauf. Im Vergleich zu 4,6% Getreideproduktion, die gestiegen ist jährlich. Das heißt, 199% mehr Pestizidverkauf und 57% mehr Getreideproduktion. Verglichen nochmal weltweit, 2018, 27, bei uns 199, 57. Sind wir weltweit doch besser beim Ertrag? Doch, die Zunahme des Pestizideinsatzes ist bei uns dreimal höher. Verglichen am Bevölkerungswachstum zehnmal höher. Deswegen haben wir jährlich 7% mehr Pestizideinsatz pro Person. Eine Ertragssteigerung, die jährlich bei 3,5% geblieben ist. Und wir sind vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2014 von 3 Millionen Hektar gentechnisch veränderten Pflanzen auf 42,2 Millionen Hektar gentechnisch veränderten Pflanzen gekommen. 88% bei Mais, 90% bei Soja. Das heißt, wir haben, was gentechnisch veränderten Pflanzen betrifft, 1306% Steigerung. Das ist weltweit Spitze. Pestizidmarkt in Brasilien macht 12,2 Milliarden US-Dollar aus, das heißt, da haben wir die Gewinne. Zusammengefasst, das erste sagte ich schon, es gibt ein geringeres Verhältnis zwischen Pestizideinsatz und Ertrag. Das zweite sagte ich auch schon, im Jahr 2000 bis zum Jahr 2002 gab es tatsächlich eine Reduzierung beim Herbizideinsatz von 9% und eine Ertragssteigerung, wenn man ein Kilo Soja mit einem Kilo Herbizid vergleicht, also hatten wir 18% mehr Soja geerntet als Pestizid eingesetzt. Das ist aber anderes nach der Zulassung, das war auch die Euphorie.
Vielen nehmen sich nur diese 2 Jahre raus und zeigen das dann als der große Vorteil der Sojaproduktion. Es ist aber dann auch nicht wissenschaftlich korrekt, oder ich würde sagen, man müsste ja größere Perioden sehen, weil diese Schwankungen, die sind immer zu sehen. Wenn man die gesamte Periode 2003 bis 2012 nimmt, haben wir 48% weniger Soja geerntet als Pestizide eingesetzt. Das heißt, wir haben 310,7 mehr Pestizideinsatz und 124% mehr Produktion aufgrund der Erweiterung der Fläche, besonders im Norden, und das ist nicht nachhaltig. Die Ertragssteigerung bei der Soja ist 9,5%, und was gefeiert wird von einem Großgrundbesitzer, wir haben eine Zunahme der Zeit der Nichtarbeit. Es werden immer weniger Menschen gebraucht. Ich habe das alles in dem neuen Buch, das habe ich schön mitgebracht. Das ist auch die wissenschaftliche Basis von vielem, was ich hier berichte. Alle anderen Berichte stehen auch gerne zur Verfügung. Ich habe es auf meiner Website. Es wird auch auf Deutsch möglich sein, da zuzugreifen. Ich würde hier auch gerne sagen, dass ich ursprünglich, bevor ich nach Brasilien ging, im Jahr 2009, zusammen mit der Christiane Lüst, die hier ist, bei der UNO, bei der Menschenrechtskommission in Genf, Brasilien angeklagt habe, wegen dieser ganzen Geschichte, das war schon im Jahr 2009, weil die brasilianische Regierung es nicht ermöglicht, dass brasilianische Bauern vor Ort sich selbst ernähren können, indem sie auf ein agrarexportorientierte Landwirtschaft setzt, gleichzeitig auch Indianervölker vertreibt, Kleinbauern vertreibt, bedroht und sogar ermordet. Also es geht um das Recht auf Nahrung und um das Recht auf eine gesunde Umwelt.